Hallo und willkommen zurück zu Diablo, die letzten Folgen. Ich weiß noch nicht genau, wie lange wir noch brauchen werden. Ich vermute, Diablo wird vielleicht noch ein wenig länger brauchen, bis wir den da vernünftig haben. Hello, my friend. Stay a while and listen. Der ist nicht der leichteste, Jeseleni. Sag ich so mal. Well, what can I do for you? Mein Kram kannst du kaufen. Kram. Shut up and take my money. Ach nee, umgekehrt. So. Ich hab irgendwelche komischen. Ich hab den Typen immer noch. Please, no hurt. Please, no hurt, no kill. Keep alive. And next time, good bring to you. Eigentlich müsste ich ihn nochmal suchen, nochmal anquatschen. Ob der mir noch was gibt. I sense a soul in search of answers. Was ist der Stab? Oh nein, ich habe den Stab von Traumportal-Dings da verkauft. So. Moment. Da sind sie. Oh Gott. Ist das ein brauchbares Buch? Firebolt. Nehm ich mal. Scroll of Teleport, ne, die brauche ich jetzt. Hier, die meine ich. Die sind wertvoll. Sieht man auch gleich, kostet 5000 das Stück. Nehm ich auch. Wir machen nämlich was ganz Besonderes. Ja. Jetzt lesen wir erstmal diese Firebolt. Das ist der, ne? Ja, der ganz einfache. So. Schon Level 4, ne? Ist auch schon Level 3. Ohne Level 3. Ach, stimmt. Da war ja, glaube ich, was. Es könnte sein, dass ein, zwei Schreine hier mein ein paar Level von irgendeinem bestimmten Kreuz erhöht haben. Ich weiß es nicht genau. Hier. Die sind die wichtigen. Weil. Achtet mal auf die Stärke. Und jetzt auf das Dex. Die sind schick. Von denen kann man nicht genug kriegen. Aber die Sache ist halt, wie gesagt, ganz schön teuer. Also 5000, der Trank ist kein besonders günstiges Angebot. Wenn ich das mal sagen soll. So viel kriegt man ja doch nicht raus, wenn man sich hier durch die Dungeon schnetzelt. Heiltränke kaufen. Ich weiß nicht, ob der damals auch. What ails you, my friend? Tränke angeboten hat zur Attributsteigerung. Ja, doch hat er. Oh. Alter! Er bietet ja richtig viele davon an. Ich muss mal kurz ein bisschen Geld aufheben. Das sind drei Tänge und Tränke. What ails you, my friend? Also, ich kaufe Stärke. Magie. Und Magie. Könnt mich für verrückt halten, aber das war es wert. Jetzt bin ich pleite. Naja, kann man nichts machen. Kommt vor. Moment, da wollte ich. Habe ich eigentlich ein Tor aufgemacht? Ich glaube, ich habe ein Tor aufgemacht, ne? Ah ja, ich glaube, ich war schon nach unten gegangen. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir jede Menge Geld verdienen werden. Weil ansonsten ist es schlecht. So. Gucken wir mal hier um die Ecke.
nix. Komm um die Ecke. Oh Gott, einer von diesen Vorkrittern. Die blitzimmun ist. Not enough mana. Oh, fuck. Man hält gar nicht so viel aus. Eine Rüstung. Ich hatte die irgendwie schlimmer in Erinnerung, wenn ich echt ehrlich sein soll. Ja, hatte ich nicht noch Scroll auf dem Ding? Nee, hatte ich nicht. Schade. Naja, egal. So, weiter geht's. Suchen wir noch die richtige Stelle, um die Flammenwave anzubringen, aber... Ein Viech lohnt sich das echt nicht. Down! Down ist er! Down! Oh, da liegt noch wieder ein Typ durch die Gegend. Durch die Gegend. In der Gegend. Da liegt ein Typ durch die Gegend. Bisschen was zusammen. Ja, ja, ihr mich auch, ihr mich auch. Kann mich gern haben. Ah, die Flammenwave. Leider war sie nicht ganz so effektiv, wie ich es mir gewünscht hätte. Not enough mana. Ja, das hab ich gut hingekriegt. Oh, 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 um die Ecke. Besen, Besen, sei's gewesen. Komm her, so. Ja, wie gesagt, das ist ganz... Entschuldigt. Es ist ganz, ganz gut, dass die nicht feuerimmun sind. Sonst hätte ich ein wesentlich schwereres Leben mit denen. Ja, Flash. Flash lohnt sich nicht. Wow. Viele von denen. Drei Fireballs kann ich, glaube ich, jetzt raushauen, wa? Das waren 15, bevor man weiß, gegen was die immun sind. Super, wir hätten das konstruiert. Ich glaube, die Ritter werden auch bloß wieder in der Masse gefährlich. Ansonsten sind die gleich kuschelweich. Lauf! Ah!
verdammt, genau, jetzt muss die Firewall natürlich aufhören. So. Da bin ich, wird's echt Arbeit. Artet hier in Arbeit aus mit den Viechern. Immer müssen sie wegrennen. Ich bin ganz froh, dass es noch so dieses Wegstoßen hat. Hilft nix, ich muss schon wieder nach oben. Es ist ein Hoch und Ab, ein Hoch und Runter hier. Naja, ich glaube, viel besser kann die Rüstung nicht mehr werden. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ja, die hat auch 10 zu allen Attributen, aber die hat ja noch Lightning Resistance und 3 mehr Armor, also. Wir wissen, welche besser ist. Wow, what can I do for you? Aber. Nein, den nicht. Hab ein bisschen Gold gegeben. Jetzt kann ich wieder Tränke kaufen. Viele, viele Firewall-Tränke. Firewall-Tränke, ja. Mana-Tränke für Firewalls. Seht ihr, ich bin schon ganz kaputt im Kopf. Hatte schon fast 12 Stunden gearbeitet. Danach ist man einfach nur noch breit im Schädel. I sense a soul in search of answers. Besonders wenn man dann auch noch morgens um 5.30 Uhr aufsteht. So reicht. Ich muss Heiltränke kaufen. So. Da ich so wenig Gold habe, gucke ich jetzt auch nicht, ob sie irgendwas hat. Nachher ärgere ich mich bloß, wenn ich es nicht kaufen kann. Das ist auch mal so toll. Immer dann, wenn man kein Geld hat, kommt etwas, was man unbedingt kaufen wollte. Bei ihr ist das ja so, dass es dann ja auch, wenn ich jetzt runtergehe, ist es wieder weg. What ails you, my friend? So. Muss nicht nachgucken, ich brauche das Gold. Ja, vielleicht einmal. What ails you, my friend? Oh, die haben so viel davon. Ich nehme davon ein. Achso, ja, schon ist das Gold wieder weg. Jo, naja gut. Ich kann damit leben, hoffe ich. Hauptsache, ich habe nachher noch Gold für den Oberbösewicht. Mal gucken, ein bisschen sparsam sein. Brauchen wir ja so einige Lebens- und Mana-Tränke, um den zu beseitigen. Wo ich gar nicht mehr hundertprozentig weiß, ob der feuerimmun war. Incoming viele. Scheiße. Not enough mana.
Nein, scheiße, wann hatte ich das letzte Mal gespeichert? Herzlichen Glückwunsch. Anfang der Folge hatte ich natürlich gespeichert. Ja, das nimmt man Folgenreset. So zieh ich voll das LP in die Länge. Das macht mich jetzt gerade so richtig sick. Wow, what can I do for you? Ja. Du könntest mal den Spielstand wiederherstellen. Wäre super. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ja, es war ja noch Zeiten, bevor das Autosave erfunden wurde. What can I do for you? Tja, Leutings. Den werden wir wohl nächste Runde noch ganz normal machen. Das wird ein Spaß. Spaß ist. Mein Torch, die I sense a soul in search of answers. Ja. Moment, hab ich jetzt Zell genommen? Ja, tatsächlich. So, weg damit. Bücher hat sie nicht. Decks will ich nicht. Lass mich in Ruhe, ich will mein Truhe. So. Mein Lieblingssatz zu sowas ist, ich werd zu alt für so eine Scheiße. Ja, Flammenwerk habt ihr ja jetzt gesehen. Brauche ich euch nicht normal zeigen. Spart Gold. Ja, sehr gut. Nee. Ja, wir haben ja erst... Ich weiß gar nicht, das müsste jetzt Folge 22 sein oder so. Und das Spiel ist schon fast vorbei. Also ich muss ja irgendwie die Folgen strecken, ne? Das kann ja so nicht gehen. Und jetzt habt ihr höchstwahrscheinlich auch erkannt, warum ohne Magie nichts geht. Ohne Magie wirst du einfach bloß zusammengeprügelt. Deswegen werde ich jetzt auch noch ein paar Jahre nichts. Ich würde sagen, Magie, Tränke kaufen. I can't cast that here. Du sollst den Trank saufen, du sollst nichts casten. So, also. Tja, mit diesem, wie soll man sagen, niederschlagenden, schmetternden Ende war es das für diese Folge. Und ich muss jetzt echt erstmal eine Pause einlegen, sonst kippe ich hier vom Stuhl und dann haben wir auch nicht gewonnen. Also, ich sag dann mal bis zur nächsten Folge. Tschüss!